Hallo, mein Name ist Tamara. Ich bin Künstlerin und banne tierische Kindheitserinnerungen auf Leinwand, denn viel zu schnell vergeht die Zeit, in der wir unsere Kinder und unsere Tiere miteinander erleben dürfen. Und ich halte sie fest, diese schönen Momente, und schaffe Erinnerungen für Menschen, denen das wichtig ist. Mehr über meine Kunst kannst du auf meiner Website erfahren, tamaratavella.com mit V und Doppel-L. Auftragsbild Nummer 3 ist heute dran. Also, ich werde heute mit den Klamotten beginnen. Ja, genau so. Okay, jetzt schauen wir mal. Ich werde mit der Hose beginnen. Die möchte ich wieder in so einem Grauton haben vorerst mal. Ein bisschen weiß. Von dem Grauton habe ich mir ein wenig noch beiseite getan. Von dem zweiten Bild habe ich ja auch so einen Grauton verwendet für die Hose. Und den habe ich mir. Also diesen Grauton, den habe ich noch im Glas. Also der ist noch nicht eingetrocknet. Kann man noch gut verwenden. Ein bisschen braun, dass er nicht zu kalt wird, der Ton. Habe ich auch das letzte Mal so gemischt. Der muss jetzt nicht identisch sein. Es wird mehr so ein wirklich so ein warmer Ton. Ich habe eben das andere Bild hier vor mir. Ist noch nicht ganz fertig. Das zweite Auftragsbild, da muss ich noch was am Gesicht machen. Aber es ist eben gut, wenn es mal ein bisschen steht. Ein bisschen was habe ich schon gemacht, aber es ist jetzt noch nicht perfekt. Okay. Bisschen dunkler bräuchte ich es hier, weil hier ist Schatten. Bei den Klamotten versuche ich immer recht schnell zu arbeiten. Also ich möchte nicht total ausarbeiten, weil die ja nur eine nicht, also nicht so eine wichtige Rolle spielen. Deshalb, also mehr Zeit verbringe ich dann am Gesicht und am Tier. Ja, bei den Klamotten. Trotzdem muss es natürlich vom Licht her passen. Ansonsten sieht es nicht, hat es einfach keine Tiefe und wirkt nicht dreidimensional. Deshalb muss es schon sitzen, aber zu viel Zeit möchte ich damit nicht verbringen. Es gibt dann Wichtigeres für mich am Bild.
darf ich auch ruhig noch ein bisschen orange durchscheinen im Moment noch. Jetzt schau, ich muss dann erst sehen, ob ich das dann so belassen kann oder du weißt ja, ich ändere manchmal wieder Farbton, wenn es mir nicht so gefällt. Es gefällt mir jetzt recht gut, dass es so durchleuchtet, das Orange. Vielleicht bleibt es ja so. Die Hosentasche werde ich ein bisschen andeuten. Noch mal ein bisschen dunklere Farbe. Interessant ist jetzt, das ist wirklich fast der identische Farbton von dem anderen, vielleicht ein bisschen wärmer abgemischt, aber durch das Orange, das im Hintergrund herausleuchtet, wirkt es gleich viel wärmer. Beim zweiten Auftragsbild, da liegt Blau drunter und es wirkt viel kälter. Das finde ich eben total interessant, wie die Farben sich gegenseitig beeinflussen. Bei Grau ist es sowieso sehr, sehr stark, dieser Effekt. Also Grau lässt sich sehr stark beeinflussen von anderen oder von umliegenden Farben. So Primärfarben wie Rot oder Gelb werden nicht so stark beeinflusst wie jetzt Grau zum Beispiel. Wenn man das eben weiß, dann kann man wirklich gezielt damit auch spielen. Mit den Farben, mit den Wirkungen. Beziehungsweise kann man auch einfach Dinge vermeiden. Denn wenn ich weiß, dass ein Grau auf Blau anders wirkt wie auf Orange, dann kann ich das dann kann ich wirklich gezielt damit arbeiten und ja, einfach die Wirkung auch beeinflussen.
Das ist schon cool, ich. Ich bin total fasziniert von Farben, wie ihr merkt, und von der Wirkung der Farben. Ich glaube, es ist auch einfach ein sehr wichtiger Teil in der Malerei und sollte, ja, für mich ist es immer das Ziel, die perfekte Farbigkeit zu finden. Und ich arbeite auch immer ein bisschen daran, neue Farbtöne bzw. neue Mischungen zu finden. Ich weiß noch nicht, ob ich die Tasche hier lasse. Ich finde, die lenkt total ab. Vielleicht wird das eine Hose ohne Taschen. Ist ja auch nicht so wichtig, ob die Hose jetzt Hosentaschen hat oder nicht. Deshalb könnte es sein, dass ich die verschwinden lasse. Ich muss schauen, ob das, wie mir das so gefällt. Aber ich finde, da ist einfach zu viel Spiel in der Hose. Ich möchte es jetzt nicht so stark ausarbeiten, dass man wirklich. Jetzt muss ich mal sehen, wie sich es entwickelt. Das kann man jetzt noch nicht so sagen. Sollte ich das Gefühl haben, dass es die braucht, dann zaubere ich sie halt wieder her. Kurz vor dem Livestream war ich mir noch nicht sicher, ob ich jetzt die Hose machen soll oder den Pullover. Deshalb. Aber ich denke, die Hose ist schon ein guter Schritt. So, sie ist jetzt noch nicht fertig, die Hose. Aber ich werde jetzt den Livestream beenden, sonst wird es wieder zu lang. Ja, in der Zwischenzeit kann man schon mal so stehen lassen, denke ich. Ach so. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen. Tschüss.